Hallo, ich bin's wieder, eure Gabi. Heute will ich euch zeigen, man kann nämlich Fair Isle auch nicht nur in Runden, sondern auch in Reihen stricken. Ist ein bisschen komplizierter, aber durchaus machbar. Ich will euch jetzt das zeigen am Beispiel von einem Würfelmuster mit 3 und einmal mit 5 Maschen. Dauerwerbesendung, eklage. Bei dem Salz-Pfeffer-Muster ist es ja nur ganz einfach, da müssen wir nichts einweben. Aber ich zeige euch das jetzt trotzdem nochmal, und zwar auch die Aufnahme meiner Fäden. Ich will den grünen oben haben, den roten unten. Ich nehme den kleinen Finger, schnappe mir den roten, nehme den Finger unten durch und dann den kleinen Finger nochmal. Den Zeigefinger nochmal und mit dem kleinen mache ich zu. Zeige es nochmal. Mit dem kleinen Finger schnappe ich mir den roten, mit dem Finger diesen, gehe mit dem Zeigefinger unten durch, wickel das nochmal über das obere Fingerglied und mache mit dem kleinen Finger hinten nochmal zu. Wenn ich hier hinten an den Fäden ziehe, kann ich mir die Fadenspannung schön einstellen. Aber die passt jetzt so. Jetzt stricken wir mal los. Salzpfeffermuster habe ich gesagt. Was brauchen wir jetzt da? Da brauchen wir jetzt einen roten. Dann brauche ich einen grünen. Dann brauche ich einen roten. Dann brauche ich einen grünen. Einen roten. Einen grünen. Einen roten. Ich mache es vielleicht zu schnell, ha? Einen grünen hole ich mir, einfach abwechselnd einen roten, einen grünen, einen roten, einen grünen, einen roten. Wenn ich mit der Fadenspannung nicht so bin, kann ich hier drauf tippen und kann mir die Fadenspannung wieder etwas regulieren. Einen grünen, einen roten. Auch ab und zu mal so hochziehen und siehst schon, die Maschen da bleiben, wo sie hingehören. Einen grünen, einen roten, einen grünen, einen roten, einen grünen, einen roten, einen grünen, aus. So, jetzt drehen wir das Ganze auf links. Brauche ich hier einen grünen, einen roten. Dann nehme ich den Daumen, ziehe den ein bisschen runter, dann habe ich da Platz. Einen grünen, einen roten. Linke Maschen, gell? Einen grünen, einen roten. Ziehe den wieder ein bisschen runter. Einen grünen, einen roten. Einen grünen, einen roten, einen grünen, einen roten. Zieh den wieder runter mit dem Daumen. Einen grünen, einen roten. Einen grünen, einen grünen, einen roten, grünen, einen roten, einen grünen, einen roten, einen grünen. Das war jetzt ohne Verweben. So, jetzt will ich eine durchgängige grüne Reihe haben, weil wenn ich jetzt das bloß mit einem Faden mache, dann wird das Gestrick dünner. Das will ich aber nicht, sondern ich will von der Dicke des Gestricks gleich bleiben. Dann nehme ich den roten eben mit. So, jetzt will ich alles in grün haben.
grün. So. Beim nächsten Mal zeige ich es besser. Einen grünen, zwei grüne und den grünen webe ich jetzt ein. Dann nehme ich mir den, da fahre ich mit der Nadel unten durch, hole mir den grünen und habe ihn. Dann mache ich wieder zwei normale. Den webe ich wieder ein, den dritten. Mit der Nadel unten durch, den holen und durchziehen. Eins, zwei. Unten durch, durchfädeln, durchziehen. Eins, zwei. Unten durch, den grünen holen, zwei normal abstecken. Unten durch, zwei normal. Unten durch. So, jetzt habe ich eine grüne Reihe gestrickt und der rote Faden ist mit rübergelaufen auf die andere Seite. Jetzt geht das ganze Spielchen wieder zurück. Will ich auch lauter grüne haben? Eine linke, zwei linke. Die dritte linke, oben drüber, Faden holen. Unten durch. Zwei linke. Grüne. Wieder einweben. Oben drüber mit der Nadel den grünen holen. Durch. Eins. Zwei. Unten. Oben drüber. Eins, zwei. Und also einstechen wie zum Links eben, oben drüber den grünen holen, durch. Eins, zwei. Oben drüber den holen. Nochmal einstechen, oben drüber den holen, unten durch. Eins, zwei. So, jetzt sehe ich, dass der rote, was ich unten mitgenommen habe, dass mir der ein bisschen zu locker ist hier. Da brauche ich nur hier anziehen, dann kann ich das alles ein bisschen auf die gewünschte Fadenspannung bringen. So. So, dann weben wir den wieder ein, oben drüber, unten durch, links, links. So, das ist das Prinzip, wenn ich den Faden mitnehme. Da sieht man jetzt nichts, der rote blitzt dann nirgends durch, aber ich habe mit rüber und mit zurückgestrickt. Jetzt will ich das Würfelmuster mit 3 machen, also 3 rote, 1, den zweiten webe ich ein. Einstechen, mit dem Daumen nach unten drücken und den roten mir von hinten schnappen. 1, 2, 3. Das ist der untere Faden gewesen zum Einweben. Der obere geht ein wenig anders. 1, den will ich einweben, gehe ich unten durch und hole mir den grünen. Mach nochmal. Den roten, 3 rote, 1, den nach unten drücken, 2, 3. 3 grüne, ein grünes. Zwei grüne, drei grüne, drei rote,
ein rotes, einweben, drei rote, drei grüne, eins, zwei, drei, drei rote, eins, zwei, drei. So, und jetzt gehen wir auf die Rückseite. Jetzt geht es mit links. Es geht ein bisschen anders. Eins, dann ziehe ich den runter. Ich zeige es beim nächsten Mal, da ist besser wie am Anfang. Da sieht man es besser. Also, jetzt fangen wir an mit dem Oberfaden. Eins, zwei, den wieder ein bisschen wegziehen, drei. Jetzt brauche ich drei rote. Eine rote. Und jetzt nehme ich diesen grünen und ziehe ihn so unten durch, unter dem roten durch. So, eins, zwei, lass den grünen, lass ihn wieder los. Und mach mal dritte von hier. Der Oberfaden muss man einweben auf der linken Seite. Also die erste mache ich jetzt hier ganz normal. Den Oberfaden so rumholen. Mach es nochmal ganz langsam. Den Oberfaden einstechen. Den Oberfaden holen. Und durchziehen. Zwei. Mit dem Daumen ein bisschen den nachziehen, weil der recht locker ist. Dann mache ich die dritte Masche. Jetzt kommt wieder der Unterfaden. Eine. Jetzt da den grünen unten durchziehen, dass der weg ist, dass ich Platz habe. Dann mache ich meine linke rote Masche und die normale dritte linke Masche. Oberfaden wird dann eingewoben. Die erste normal. Die zweite von oben geholt. Ich ziehe mir den wieder ein bisschen weg auf die Seite und mache den dritten. Jetzt kommt wieder Unterfaden. Eine, den mit dem Daumen da so durchfahren. Zwei, drei. Oberfaden, 1, 2, 3. Jetzt habe ich noch einen Faden, Chaos, oh, das gibt es ja nicht. Das kann ich jetzt gar nicht brauchen. 1, 2, 3. Ich mache nochmal eine Reihe. Den roten unten durchdrücken, 2, 3, 1, unten durch den Faden holen, 3, den roten, die erste Masche normal, die zweite wird wieder eingewoben und die dritte wird wieder normal abgestreckt. 1 von unten durch oben. Der rote, erste Masche, die zweite Masche einweben. So. Und jetzt kommt wieder das grüne. 1, 2, 3. Der rote, 1, unten einweben, mit dem Daumen unten, den Faden einfach nach unten drücken, so, 3. Machen wir noch eine Runde im Rückwärts. Da haben wir den Faden verloren, 1, 2, unten durch, zumachen.
1, 2, 3. So, jetzt kommt wieder der grüne. Der Oberfaden oben, dass ich den einweben kann. Muss ich so rüber. Ziehe hier mit dem Daumen. 3. 3 rote. 1. Zwischennei, den Faden nach unten ziehen, 2, wieder loslassen, die dritte ganz normal strecken. Den grünen, den Oberfaden, 1, 2, bisschen den Daumen anziehen, 3. Jetzt wieder die roten, 1, den Daumen zwischennei, runterzieht, so und so. Der grüne, was will ich denn jetzt? Will ich den grünen? Den grünen oben, den grünen unten. Rote, den ersten so. Den zweiten so und den dritten so, ganz normal abstecken. Und ich kann immer ein bisschen mit dem Daumen nachhelfen, dass wenn sich ein Faden verzieht, dann kann ich den wieder runterholen, so. 1, 2, 3. So sieht jetzt das hinten aus. Und so sieht es vorne aus. Jetzt mache ich noch schnell eine grüne Runde und dann machen wir das mit 5 Maschen. Eins, zwei, nehme ich den mit. 3, 4, 5. Ich kriege auch, das war jetzt natürlich wieder, das ist wieder Trick 17, dass sich das jetzt so vernoddelt hat, gell? Das kann es doch jetzt nicht sein. Aufnehmen. Es geht dann ganz flitzig, wenn man es öfters gemacht hat. 2, 3. Wir schalten schnell ab auf Pause und dann machen wir die 5. So, jetzt will ich 5 grüne machen. 1, 2, die dritte unten durch, oben drüber. 4, 5. Und dann 5 rote. 1 rotes, 2 rote, das dritte rote wieder unten durch. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 rote. 1, 2, einweben. 4, 5. 1, 2, zum Schluss nehme ich beide zusammen. Hinten die Spannung, da ist ein bisschen weit, kann ich aber da ein bisschen anziehen, ein bisschen nachziehen, passt. Kommt die Rückrunde. Hebe ich nur ab, sonst wird es so dick. 1, 2, lassen wir so. Dann kommen wieder die roten. 1, 2, wieder den grünen unten durch legen, 3, loslassen,
4, 5. Grüne, 1, 2, oben drüber, 4, 5, 1, 2, den wieder unten durch, 3, loslassen, 4, 5. Grüne, 1, 2, oben drüber einheben, 4, 5 und ab. So, wenn ich jetzt ein Muster habe, das länger so hoch läuft, dann muss ich meine Drehstellen, da ist meine Drehstelle, dann muss ich meine Drehstellen versetzen. Das mache ich, indem ich, was brauchen wir denn jetzt, grün, indem ich nicht hier, da sieht man es, da ist die Drehstelle, nicht mehr hier drehe, sondern hier drehe, da ist keine Drehstelle, da sieht man die Drehstelle. Und wenn ich das länger mache, diese Drehstelle auf der gleichen, zwischen den gleichen Maschen, dann blitzt es durch. Also webt man entgegengesetzt unserem Spinnei. 4. Und jetzt webe ich eben hier ein. Also nicht nach der dritten, sondern ich mache jetzt nur eine. Dann webe ich bereits. Dann mache ich zwei normale Maschen. Normale gestreckte Maschen und webt dann die letzte Masche nochmal ein. 1, weben, 2, 3 und web jetzt hier. Eine, die zweite weben, dritte, vierte normal abstecken und die fünfte wieder einweben. Meine rechte einweben, abstecken. Und auf der linken Seite mache ich dann wieder das so, dass ich eben zwei zuerst stricke und dann erst weben anfange. Also da webe ich dann in den, ach, wie soll ich denn das sagen? Also weben, jetzt haben wir 1, 2, jetzt webe ich die dritte wieder ein. Ach Gott, mit lauter. Die dritte muss ich natürlich so einweben und eine rote brauche ich. So, 3, 4, 5. Dass die Webstelle versetzt ist. Eine, zwei, jetzt die dritte einweben, 4, 5. Da kann ich dann ein bisschen nachziehen, wenn die Fadenspannung hinten nicht passt. Die Fadenspannung ist bei mir beim unteren Faden immer etwas lockerer. Vielleicht ist bei dir nicht so. Also 1, 2, den roten einweben, ziehe ich mit den grünen unten durch, 3, 4, 5. Fünf grüne, 1, 2, an der dritten Stelle einweben, bisschen nach unten ziehen mit dem Daumen, 4, 5, Bandmasche. Jetzt auf der vorderen Seite machen wir es wieder entgegen dem Spinn. Da machen wir es jetzt wieder 1,
Hier ist keine Webstelle, also webe ich hier ein. 2, 3. Hier webe ich die wieder ein, die letzte jetzt da von den 5. Dass die Webstellen versetzt sind. 1, siehst du, da ist 2, 3, 4, 5. 1, einweben, nee, schon. 1, 2, die dritte einweben, 4, 5. Da blitzt's. Zieh mal ein bisschen an. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 und ab. Zusammenstrecken. Und bei der nächsten Rückrunde eben wieder das nicht in der Mitte verweben, sondern immer, dass wir daneben sind. 1, 2, lass mal so. Dann eine rote verweben. Verweben. 1, 2. Und verweben. Eins. Hier ist keine Webstelle, also weben wir. 2, 3, 4, 5. Rote. 1, keine Webstelle. Weben wir den ein, 2, 3, 4, einweben. Eins, was ist jetzt da? Da ist jetzt eine Webstelle, da machen wir keinen. 2, da ist keine Webstelle, weben wir da ein, 4, ich bin jetzt glaube ich ein bisschen aus dem Rapport gekommen, aber du hast es mit Sicherheit verstanden, dass die Webstelle nicht immer an der gleichen Stelle sein soll, dass man das einfach um 1 versetzt. So, dann sieht es so hinten aus und so sieht es vorne aus. Warum mache ich das? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Jacke mache, wo ich unten nur ein Stückel Muster habe, meinetwegen, dass da so ein Band durchläuft, dann mache ich es lieber auf diese Variante, weil sonst müsste ich die ganze Jacke stiegen. Und beim Stiegen wird ja das auseinandergeschnitten, wird zusammengeklappt und da wird er dann abgenäht oder wird die Knopflochleiste meinetwegen aufgenommen. Es wird dann arg dick da vorne. Also wenn ich jetzt bloß unten so ein bisschen was an Muster habe und ansonsten geht die mit glatt rechts oder mit irgendeinem anderen Muster weiter, einfarbig weiter, dann ist diese Variante die etwas elegantere Lösung, die etwas einfachere Lösung. Weil das mit dem Sticken, das ist schon so ein Ding. Ja, geht, kann man machen, aber so kann man eben auch in rechts und links runden das vereilte Strick machen. Probier es mal aus. Würde mich freuen, wenn du in die Kommentare schreibst, ob dir die Anleitung gefallen hat. Und dann treffen wir uns wieder bei meinem nächsten Projekt. Da habe ich nämlich das verwendet, diese Art, diese Technik für eine Jacke. Aber da komme ich erst, wenn die Jacke fertig ist. Und dann erkläre ich euch, wie ich es denn so gemacht habe. Viel Spaß beim Nachstricken. Probiert es aus. Tschüss, eure Gabi.